Ja, wir hatten halt, Arbeit war soweit in Ordnung, hatten halt wieder einen schlimmen Fall. Es war wieder so ein Tag, der ein bisschen drückte, ne? Echt, merkst du das? Nee. Ja, doch, doch, eigentlich ja. Aber ich habe gut gegessen. Ja, ich weiß ja noch damals, weißt du, noch dieser schlimme Fall, das fand ich ja so ganz furchtbar. Genau, es war noch eine ganz junge Patientin. Ja, die habe ich auch noch oft vor Augen. Ich hatte auch noch ein Kleinkind, ein ganz kleines Kind zu Hause und auch eine Krebserkrankung. Ja, es war auch eine ganz schreckliche Situation, wenn die dann einen so an, wenn sie einen so angesehen hat und da kommt wieder mein Engel, hat sie immer gesagt. Und das war immer ganz schrecklich. Also, ja, nee, die habe ich auch noch oft vor Augen. 7 Uhr morgens. Christina Schmidt auf dem Weg zum Krankenhaus. Und wieder ist sie spät dran. Ja, wenn ich heute am ersten Tag direkt zu spät kommen würde, das wäre schon peinlich. Noch hat die Studentin mit der Organisation ihres Arbeitstages Probleme. Also die Umstellung vom richtigen Studentenleben, sag ich mal, auf jetzt das Arbeiten jeden Tag, das war schon hart. An der Uni war es halt früher so, ja, da war es schon viele Pflichtveranstaltungen und man musste schon jeden Tag anwesend sein. Aber es war dann halt mal so, dann, wenn man mal ein bisschen verschlafen hatte oder wenn man irgendwie was Wichtiges zu tun hatte, dann ist man mal ein bisschen später gekommen und hatte dann auch mal viel frei nachmittags oder zwischendurch oder auch mal, musste mal 2 Tage gar nicht zur Uni ein Semester lang oder so. Dafür hatte man halt den Klausurenstress, aber das war halt noch was anderes. Morgen. Jetzt beginnt der erste Tag in der ungeliebten Chirurgie. Und das ausgerechnet unter Professor Markus. Der Mann ist bekannt für gerechte, aber strenge Mitarbeiterführung. Die Anforderungen an meine Mitarbeiter sind sehr hoch. Ich verlange vor allen Dingen ein Engagement, was weit über die Maßen hinausgeht, was sie sonst in vielleicht einem anderen Beruf mitbringen. Das hat was mit der Zeit zu tun, das hat aber auch was damit zu tun, wie sie sich mit diesem Beruf befassen. Dann haben wir heute ein neues Gesicht. Stellen Sie sich ganz kurz vor, wer Sie sind. Ich heiße Christina Schmidt und bin die neue Pilotlerin jetzt für die nächsten 4 Monate. Für die nächste Zeit, okay. Genau. Dann gehen Sie auf die Station Elisabeth. Ja? Frau Diesing wird sich etwas um Frau Schmidt kümmern. Nähen üben mit Obst und dann kann sie nachher mit in den OP kommen. Ja? Okay. Nehmen Sie sich Frau Schmidt mit und dann zeigen Sie alles, was sie für nachher können muss. Ja? Sehr gerne. Nähen, fortlaufende Naht, Einzelknopfnaht und wenn Sie fertig sind, dann muss sie direkt in den OP. An die Front. Ja? Okay? Gut. Achso, ich bin Daniela. Und was, hast du schon mal Chirurgie gemacht? Oder? Noch ungefähr gar nichts. Noch gar nichts. Also ich habe schon mal im OP gestanden, ist aber auch schon länger her. Hm. Und Lehnen und sowas. Noch gar nicht. Noch gar nicht gemacht. Gut, das machen wir gleich. Aber so schlecht wird dir nicht im OP oder Kreislauf. Ist mir schon mal am Anfang, aber ich glaube heute nicht. Also wenn das passiert, ist ja überhaupt nicht schlimm, ist ja eben schon mal passiert. Nur rechtzeitig Bescheid sagen. Also ich bin selbst schon mal bei einer Magenspiegelung umgefallen. Oder nicht direkt umgefallen, aber da ist mir halt schon mal schlecht geworden. Das war ganz am Anfang des Studiums. Und was ja eigentlich überhaupt nichts Dramatisches ist, so eine Magenspiegelung im Gegensatz zu einer OP, wo du ja mit Mundschutz und richtig steril eingepackt bist, ist mir das aber bei einer Magenspiegelung dann trotzdem auch mal passiert. Gemächlich macht sie sich auf den Weg zur Station. Das Arbeitstempo der Klinik ist noch nicht ihr Tempo. So, ich gehe jetzt im OP. Also wenn du willst, kannst du mitkommen, gucken. Aber das ist keine Operation für 3. Also wenn, dann halt so, zugucken. Und mit Nähen, das machen wir üben, das machen wir dann später? Ja, wenn's das geht halt jetzt nicht. Okay. Also ich meine, vielleicht kannst du unten nähen, aber dann lernst du es halt im OP direkt. Alles klar. Und was soll ich jetzt machen? Frag halt mal nach, nimm schon mal Blut ab oder so. Man ist so ein bisschen auf sich alleine gestellt. Man ist nicht mehr in der Gruppe, wie man an der Uni immer rumgelaufen ist. Ne? Sondern man ist jetzt halt alleine auf der Station als Student und muss sich selber darum kümmern, dass man was lernt und dass man überhaupt was sieht und so. Und das ist schon eine harte Umstellung. Die sie noch nicht hinkriegt. Statt mit in den OP zu gehen, bleibt sie einfach stehen. Ich stelle mir das so vor, dass es halt nichts für mich ist. Das ist total blöd, aber das ist halt auch wieder was Neues und ich renne da immer so ein bisschen vorweg.
Heute hat Assistenzarzt und Bassgitarrist Alexander Backendorf seinen großen Auftritt. Da darf er natürlich nicht zu spät kommen. Doch ausgerechnet heute gerät er in Stress. Ein Kind nach dem anderen ist zu versorgen. Ich werde lieber Arzt und habe dadurch weniger Freizeit, als dass ich mein ganzes Leben lang einen Bürojob mache, den ich irgendwann hasse. Man muss das machen, was man gerne machen möchte und nicht das, wo man meint, dass man vielleicht am wenigsten zu tun hat oder am wenigsten Arbeit mit hat. Das war's. Guck mal, den Stöpsel machen wir dann noch rein. Auch wenn er gern viel arbeitet, darf es heute ruhig etwas weniger sein. Visite mit Chefarzt Dr. Mallmann. Ich muss trotzdem heute pünktlich raus, weil wir wollen ja heute auch mit zu einem Konzert, oder? Ach, das ist heute? Ja klar, es ist heute, logisch. Deshalb bin ich hier die ganze Zeit mit dabei und deshalb habe ich mich da hier schon so richtig fertig gemacht und alle drum und dran. Ja. Nee, stimmt, das hatten Sie letztens gesagt. Tatsächlich, ja. Das ist wirklich wahr. Da kommen Sie mit. Ich habe das auch häufig beantragt, jetzt muss ich mich nur noch vergewissern, dass ich frei kriege. Ne? Oh. Nein, also der Chef muss erst noch zustimmen, oder? Ja, ich meine, ich habe auch keine Regierung, ist doch klar. Das stimmt, da gebe ich recht. Aber gut, notfalls komme ich darauf zurück, dass ich eine Bescheinigung brauche. Ne? Ja, kein Problem. Also Teilnahme und so. Das ist gar kein Thema. Nee, nur, dass Sie dann Bescheid wissen, dass ich da wirklich heute pünktlich weg müssen. Genau, wir haben ja keine Zeit. Und möglichst vorher schon geschont werden, ne? Ja, okay. Ich bitte drum. Wie immer. So. Wenn der Chef schon zustimmt, dann steht dem pünktlichen Feierabendbeginn ja nichts mehr im Wege, falls kein Notfall reinkommt. Es ist zwar kein echter Notfall, aber immerhin, in der Ambulanz gibt es ein Kind zu versorgen. Noch liegt der Assistenzarzt ja auch gut in der Zeit. Bastelstunde in der Chirurgie. Daniela Diesing zeigt der Studentin, wie man eine Operationswunde vernäht. Noch nicht an echter Haut, erstmal nur an einer echten Banane. Ich wüsste nicht, wie man zu Hause irgendwas näht, irgendwelche Kleidung oder so, weil das immer meine Mama macht. Das ist halt nicht jetzt hier irgendwie mal drei Knoten machen und dann, ach ja, habe ich das Prinzip verstanden. Und wenn halt im OP nähst, dann der Anästhesist beendet die Narkose schon, dann bewegt sich der Patient manchmal schon, wird schon wach, dann ist es ja noch schwieriger zu nähen und du musst halt dann auch fertig werden. Und dann brauchst du ja sowieso noch mal länger, weil du so nervös bist. Und dann musst du halt einfach versuchen zu vergessen, weil dann gucken dir fünf Leute zu. Weil der Narkosearzt wartet auf dich, der OP-Pfleger wartet auf dich, der Anästhesiepfleger wartet, der Assistent, der da noch steht, und alle gucken dich an und warten darauf, dass du zugenäht hast. Muss schneller gehen. Ich meine, überleg mal, wir haben jetzt in der Zeit zwei Knoten. Und zwei Knoten in der Zeit ist halt dann zu wenig. Also sonst kriegst du im OP direkt einen auf den Deckel, wenn du so viel Faden immer abschneidest wie hier. Ich hatte ja in der Frühbesprechung gebeten, dass eine Kollegin ihr das Nähen beibringt. Und jetzt wollen wir mal sehen in der Operation, ob sie das auch vorher gut gelernt hat. Sie möchten bitte zum Telefon kommen, ganz dringend. Professor Markus ist schnell. Kaum ist die Banane verarztet, wird es ernst. Ja, Schmidt, Station Elisabeth, hallo? Ja, aber hallo. Nee, das war später, alles klar. Alles klar. Ja, gut, und wo muss ich da genau hin und her? Salz 2, alles klar, gut. Tschüss. Die Studentin muss sofort in den OP und nähen. Und schlimmer noch, sie wird es unter den Augen des Professors tun müssen.